Heute sind wir hier mit der Panigale auf der spanischen Rennstrecke in Alcaraz. Unsere Testkollegen vom PS Motorrad und vom spanischen Motociclismo geben kräftig Gas und da haben wir für euch ein paar schöne Aufnahmen mitgebracht. Als wir die Ducati-Präsentation gesehen haben, auch die Leistungsdaten, den ganzen Elektronik-Overkill, hat eigentlich jeder geglaubt, das wird der Kracher für die Saison, der brennt alles in Grund und Boden. Woran hat es jetzt gelegen, dass dann bei den Rundezeiten das eine oder andere Zehntel zu BMW und zu Aprilia hier gefehlt hat? Nur auf dieser Strecke oder generell dann noch ein bisschen Arbeit in der Abstimmung nötig? Also grundsätzlich sind natürlich die Erwartungen enorm hoch gewesen an die Ducati, nach den Papierdaten, die man vorher zu hören bekommen hat. Und woran hat es gelegen, dass die letzten Zehntel gefehlt haben? Sie verschleißt ihre Reifen offenbar sehr schnell, was bei uns schon nach 2-3 Turns zu sehen war, dass die Zeiten langsam nachgelassen haben, dass der Reifen auch deutliche Anzeichen von Verschleiß gezeigt hat. Und offenbar ist die Hinterradfederung, da muss man noch ein bisschen Arbeit investieren, dass die Abstimmung passt. Sie ist sehr unruhig beim Rausbeschleunigen aus den Kurven. Viel Bewegung an der Hinterhand, es pumpt. Und ich denke, da steckt noch Verbesserungspotenzial drin. Wenn man sich da noch ein bisschen Zeit nehmen kann, um da noch ein bisschen zu verfeinern, denke ich, kann man noch ein bisschen was rausholen. Für dich, was war hier eine ganz besonders positive Überraschung und wo hättest du dir ein bisschen mehr erwartet von den Motorrädern? Ja, Überraschung war für mich die Ducati. Ich bin ja die letzten Jahre schon mit der Ducati unterwegs gewesen auch und also habe es gefahren und die haben einen riesen Sprung gemacht. Also das Motorrad ist sehr zielgenau, funktioniert alles gut, Schaltautomat, also das Motorrad funktioniert sehr, sehr gut. The racetrack here is very, very narrow. Maybe on a wider racetrack, the new Ducati can play with his power more. Yeah, it's possible, but it takes down to the ratio of the bike, to the gearing. But for sure, the Panigale is a perfect bike. It's a really good bike with feelings-wise and turning in the corner. But we have a little bit problem with the rear suspension. I don't really get the feeling from the rear, but the front and the mid-corner speed is perfect. Tausender Superbike-Liga, die Ducati Panigale überstrahlt einfach alles immer im Fahrerlager. Wie geht's mit der hier in dem kompakten Streckenlayout? Okay, man muss sagen, die Ducati hat immerhin 190 PS, das ist schon ganz schön ordentlich für einen Zweizylinder, also leistungsstärkster Zweizylinder in Serie. Allerdings hat sie im mittleren Bereich natürlich nicht ganz so viel Leistung aufgrund von der Maximalpower. Deswegen muss man im richtigen Gang sein, um die Leistung direkt umsetzen zu können. Das Fahrwerk an sich ist extrem straff, viel handlicher als das Vorgängermodell, als die F98 und super stabil, aber es ist gewöhnungsbedürftig. Man muss sich erstmal an diesen Charakter von dem Motor gewöhnen und auch an dieses harte Fahrwerk. Okay, und ich habe dann vorher ein bisschen an dem Display rumgespielt und auch an den zahlreichen Verstellmöglichkeiten. Das ist ja Wahnsinn. Also die Bedienungsanleitung kann man hier, glaube ich, nicht getrost zur Seite legen, oder? Also man sollte erstmal vorher an drei
3 Semesterstudium machen, um die Einstellungen alle wirklich perfekt umsetzen zu können. Okay. In der Tat, also es gibt erstmal 3 Grundsetups, das ist Race, Sport und Wett. Aber man kann in jedem Modus natürlich alles Mögliche verstellen, ob Motorbremsmoment oder ABS-Funktion oder Traktionskontrolle oder Fahrwerk, Zugstufe, Druckstufe, vorne, hinten. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, dass man erstmal sich langsam rantasten müsste. Okay, es gibt sicherlich Leute, denen das gefällt. Könnte es sein, dass es einigen vielleicht schon etwas zu viel des Guten ist an Hightech und Elektronik beim Fahrzeug? Ja, man muss sagen, das ist ja auch die Panigale S, also diese Premium-Version für knapp 25.000 Euro. Man kann sich auch erstmal die normale kaufen. Und wenn man dann noch ein bisschen Geld übrig hat, kann man ja dann die S-Version nehmen. Man kann ja die Möglichkeit nutzen, und wenn man nicht will, dann kann man ja auch auf diesem Standard-Setup erstmal rumfahren. Und man kann ja jederzeit das Setup ändern und sich langsam an die perfekte Abstimmung herantasten.